Hello, Boys and Girls. Kevin packt gerade das Geburtstagsgeschenk seiner Schwester ein. Oh, das ist ein Aschenbecher. Das hat ja keiner gesehen. Die im Oktober Geburtstag hatte. Die im Oktober Geburtstag hatte. Genau solche Menschen sind wir. Ich wollte euch kurz erzählen, was heute passiert. Kevin und ich, wir fahren nach Bielefeld, weil wir noch ganz viele Weihnachtsgeschenke brauchen. Und dann habe ich gedacht, ich nehme euch einfach mal mit heute. Right. Und ich habe mir überlegt, es ist mir scheißegal, ob wir Winter haben. Zu meinem Outfit, ja, passt diese Sonnenbrille so gut. Ich trage heute einfach Sonnenbrille. Eiskalt. Ich finde die so cool, die Sonnenbrille. Die habe ich in Kambodscha in so einem Supermarkt gekauft. Ich habe die auch noch in einer anderen Farbe. Und ich finde die so geil, diese Spiegelbrillen. Die mache ich mal fertig und dann geht's weiter. Muss ich nochmal kurz ins Bad. Ich bete halt zu Gott, dass ich heute niemanden treffe, den ich kenne. Ich habe so heftig fettige Haare. Das geht gar nicht. Falls ihr das hier seht und ihr habt mich in Bielefeld gesehen, ja, ich bin eklig. Ich kann nichts dagegen sagen. Was erzähle ich eigentlich für eine Scheiße? Lass uns mal losfahren. Schon wieder muss ich nur auf dich warten. Ja, genau. Los, los, los. Ich will noch eine Sekunde. Ich muss noch was holen. Oh, das ist der langsamste Mensch auf der Welt. Bist du bereit? Ja. Okay, komm, lass uns los. Ich habe Wasser vergessen. Wasser? Ja. Hier ist keins mehr. Wo denn dann? Im Hallenbad. Und jetzt ist es auch noch mit Kohlensäure. Da, es ist mit Kohlensäure. Ich hasse Wasser mit Kohlensäure. Toll, jetzt habe ich auch noch mein Geld vergessen. Ich lebe nicht auf der Sonnenseite des Lebens. Jetzt ist auch noch die Tür abgeschlossen. Das Leben meint es nicht gut mit mir. So, Leute, als allererstes muss ich jetzt mal mein Postfach lernen. Was ist denn mein Postfach? Ach hier, gucken wir mal. Ich bin richtig aufgeregt. Das ist so wie Geschenke auspacken immer. Nur langweilige Briefe. Swan Beauty, kann ich mir nicht leisten. Kaffee, du hast nicht bezahlt. Das ist die Bank, die sagt, ihr Konto war nicht gedeckt. Das ist die Krankenversicherung. Und das ist DriveNow. Das heißt, das Aufregendste, was ich heute kriege, ist ein Brief von DriveNow. Könnt ihr mir was Nettes schreiben? Keine Rechnung, okay? Wäre sehr witzig, wenn ihr mal Rechnung schreiben würdet. Ich habe das ja schon mal gemacht, ne? Das war mal eine... Aber da, leid, das war früher noch cool, als die Jungs noch zu Hause gewohnt haben, die man sich getroffen hat. Da haben eine Freundin und ich immer Rechnungen verschickt, so an Ex-Freunde und so. So Puffrechnungen, damit die Mutter das... Oder Ultraschallbilder verschicken. Oh Gott, ich hoffe, niemand von diesen Leuten sieht das. Ich habe da gerade noch mal drüber nachgedacht und das wäre so lustig. Habt ihr vielleicht Lust, mir eine Rechnung zu schreiben? Das hier ist meine Postfachadresse. Ihr könnt total kreativ werden. Und dann mache ich ein Video mit den lustigsten Rechnungen, die ich geschickt bekommen habe. So, wir sind jetzt bei IKEA. Ich liebe IKEA. Meine Eltern brauchen nämlich einen Bilderrahmen für ein Bild und dann habe ich mich frei zur Verfügung gestellt. Ich liebe es nämlich, durch IKEA zu laufen, um mir vorzustellen, dass ich eine imaginäre Wohnung einrichte. Und jetzt ist es ja noch spannender, weil wir jetzt wirklich nach einer Wohnung suchen. Das heißt, das Einzige, was blöd ist, wir müssen jetzt nach realistischen Preisen gucken. IKEA ist für mich nicht nur ein Einkaufszentrum, IKEA ist für mich auch ein Restaurant. Ich liebe einfach, weil IKEA essen, das ist für mich... Wenn du mich glücklich machen willst, dann schenk mir einen Kinogutschein und davor geht's zu IKEA essen. Wir starten in der Wohnzimmerabteilung. Das ist halt mega krass gemütlich. Ich wäre halt überhaupt nicht in der Lage dazu, das einzurichten, weißt du? Ich muss sagen, dass ich das grüne Sofa ganz schön geil finde. Echt? Ja. Ist das bequem? Voll. Boah, das ist richtig bequem. Aber weißt du, was gut ist, wenn wir sowas wie ein grünes Sofa kaufen würden? Heutzutage ist das so einfach, weil du gehst einfach auf Pinterest oder Tumblr und gibst ein Green Couch und dann bekommst du so viel Inspiration, dass du das selbst einrichten könntest, als wärst du ein Innenausstatter, obwohl du selbst überhaupt gar keinen Geschmack hast. Ich weiß halt überhaupt nicht, warum er das macht. Und einen Kaktus möchte ich auch. Hast du doch. Nein, der ist aber klein und der ist ganz gut. Ja, um den kannst du dich schon nicht kümmern. Um einen Kaktus braucht man sich nicht kümmern. Der steht eigentlich in der Wüste und trifft niemals einen Mensch. Ja, aber Regen. Ja, alle paar Monate, so oft wie ich Pflanzen gieße. Und mein Kaktus... Das vergisst du, das wollte mein ich damit sagen. Kaktus lebt noch. Ja, aber nicht, nicht dein Verdienst. Ja, du wohnst ja auch, du kannst ihn ja auch gießen. So, also, ist mein Kaktus?
Oh, Entschuldigung, wenn ich nur noch Dinge machen würde, die für mich wären, dann hättest du ganz schön viel zu tun in deinem Leben. So, ich habe einen Rahmen. Kevin ist gerade bezahlt. Der Rahmen ist nämlich gar nicht für meine Eltern. Der ist für Kevins Weihnachtsgeschenk. Aber ich wollte ihm das halt nicht sagen. Genau. Ich zeige euch später mal, was ich ihm schenke. Das ist so geil einfach. Skalieren. Wir sind übrigens jetzt in Bielefeld. Jetzt geht's ins Loom, ins Einkaufszentrum. Das sieht ziemlich geil aus. Alter. Schatz, warum ist das bei uns zu Hause nicht so schön dekoriert? Weißt du, wie das noch schöner wäre? Schatz, wenn ich da in der Mitte bin und mich so drehe an so einem Seil. Guten Tag, Leute! Gestern ist ein bisschen durcheinander. Also es war jetzt ein sehr großer Bruch für euch. Wir haben den nächsten Tag, aber ja, Kevin ist gestern spontan, als wir im Einkaufszentrum waren, eingefallen, dass er arbeiten muss. Also Kevin arbeitet von zu Hause. Auf jeden Fall hatte er seinen Laptop vergessen. Und dann mussten wir halt ganz, ganz schnell ins Auto laufen und nach Hause düsen. Und deswegen konnte ich euch nicht weiter mitnehmen. Aber ich habe mir gedacht, ist ja jetzt ein bisschen kurz, ich kann ja mit euch zusammen nicht Geschenke einpacken, aber so ein bisschen zeigen. Ich weiß auch nicht so richtig, was ich vorhabe. Genau. Ja, habt ihr übrigens schon mein Augen-Make-up gesehen? Oh, hallo. Können wir das auch ohne Augenringe zeigen? Oder Tränensäcke? Ey, für einen Laien ist es nicht schlecht, oder? Irgendwie war 2017 voll das Make-up-freie Jahr. Ich hatte gar keinen Bock auf Make-up. Und ich habe wieder richtig Bock, mich zu schminken und zu verkleiden. Und also nicht zu verkleiden, das nennt man ja, wenn man erwachsen ist, nennt man das Anziehen, ne? Aber auf jeden Fall bin ich gerade voll in so einer Creative-Phase, was so Äußerlichkeit, Oberflächlichkeiten angeht. Oberflächlichkeiten fällt mir gerade auf. Ist eigentlich gar kein negatives Wort, wenn man jetzt mal so wirklich drüber nachdenkt, ne? Hat aber echt einen schlechten Ruf. Ich habe aber nur so eine Billo-Palette. Ich wollte mir heute so richtig, wisst ihr, ich wollte so richtig knallgelben Lidschatten und dann so einen richtig heftig fetten Kajal dazu haben. Aber ich musste jetzt Orange mit reinmischen, weil ich halt keinen guten Lidschatten habe. Ich bin halt ein Mensch, ich habe noch nie in meinem Leben richtig Lidschatten benutzt. Ich bin immer so, okay, fetter Kajal kann sein und Wimperntusche, aber jetzt nicht so Lidschatten und into the crease und so. Ja, bin ich einfach nicht so der Typ für gewesen. Jetzt ja ganz neu. Kann ich aufhören, über mein Make-up zu reden? So, ich suche jetzt mal die Geschenke zusammen und habe irgendwie das Gefühl, dass ich mir ein anderes Oberteil anziehen sollte, weil das hier hat erstmal, sieht man meine Nippel durch, was nicht schlimm ist. Ich versuche mich jetzt daran zu gewöhnen. Also, okay, da wollte ich mal ein separates Video zu machen, weil ich das ein sehr interessantes Thema finde. Ich finde Nippel so schön. Ich finde das voll, also wenn ich eine Frau sehe, die ich so schön finde und dann sieht man so die Nippel durch, dann sehe ich das nicht so sexuell, sondern so, es wirkt auf mich so selbstbewusst, erotisch, natürlich. Ich habe sehr kleine Boobies, die man ohne BH eigentlich locker tragen kann, ohne dass ich mir groß damit schade, wobei man ja auch sagt, dass das ein Mysterium ist mit diesem BH und so ein Scheiß. Also, dass die wirklich an zu hängen fangen, wenn man den nicht hält. Ich weiß nicht, wie es ist. Moin, Jamina hat da mal irgendwas drüber gesagt. Ich packe übrigens gerade meinen Koffer aus. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, ich suche einen Pullover. Das war das Ding. Ja, genau. Deswegen möchte ich mich daran gewöhnen, mich nicht zu schämen oder mich nicht unwohl zu fühlen, wenn man die Nippel zeigt. Weil es ist ja nicht nur ein innerliches Problem, sondern auch ein äußerliches. Nur weil du das cool findest, finden das ja die meisten Menschen noch sehr merkwürdig. Ja, genau. Aber das ist auch nicht der Grund. Der Grund ist, dass dieses T-Shirt Flecken hat. Und ja, wenn ich euch schon Schuppen antue, weil nein, ich habe meine Haare immer noch nicht gewaschen. Full-Face-Make-up. Aber meine Mutter hätte früher gesagt, ja, ja, vorne hui, hinten pfui. Das hätte sie gesagt. Sieht man überhaupt irgendwas von mir? Nein. Geil. Dann kann ich mich vor der Kamera umziehen. Nackig machen. Oder? Ja. Ohne, dass ihr was seht. Wir teilen gerade einen sehr intimen Moment miteinander. Wisst ihr das? Also, wir haben jetzt quasi gemeinsam Sex gehabt. Ihr könnt mir ja auch mal eure Meinung dazu in den Kommentaren niederschreiben, wie ihr das so seht. Ja, ich wollte da auch gerne mein Video zu machen. Ich hatte auch sogar... Nein, ich verrate nicht zu viel. Ich verrate nicht zu viel. Wenn Jacko Wusch einmal in ihrem Leben was Feministisches vorhat, dann sollte es eine Überraschung sein. Ja, das klang unfeministisch. Ich wollte euch ja noch Kevins Geschenk zeigen. So, 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 da bin ich wohl wieder. Übrigens hat meine Mutter heute Morgen diese Kombi kritisiert. Ich verstehe das überhaupt nicht. Er kriegt von mir ein Bild. Und zwar... ist es eine Sternkarte? Ich zeige euch das gleich nochmal, wenn das im Rahmen ist. Und auf dieser Sternkarte ist das Sternbild von der Minute,
an dem Ort, also in, auf dem Dorf, wo wir uns kennengelernt haben. Also so haben die Sterne gestanden, als wir uns das erste Mal im Leben gesehen haben, wahrgenommen haben, ja, uns getroffen haben. Und hier unten steht, hi, ich bin Kevin, weil er das ja total betrunken zu mir gesagt hat, habe ich ja mal in meinem Storytime-Video erzählt. Falls ihr es nicht kennt, ich verlinke es hier. Ja, und zwar der Anbieter heißt The Night Sky. Ich glaube, Instagram hat dafür Werbung gemacht. Das muss ich jetzt wirklich mal sagen, ne? Instagram hat halt, schlägt mir immer nur Sachen vor, die ich richtig geil finde. Also manchmal auch so Sachen, die halt kein Mensch braucht, aber wo man so denkt, boah, wie geil ist das denn? So, das verbinde ich mit Instagram-Werbung. Keine Ahnung wieso. Vielleicht bin ich einfach so ein geiler Typ, der irgendwie so cool ist, dass er nur so coole Sachen vorgeschlagen bekommt. Und da wurde mir das hier auch vorgeschlagen. Und ich habe das gesehen und habe sofort gedacht, Alter, das muss ich haben. Genau, so sieht das dann aus. Und hier steht dann, ich bin Kevin. Und da unten steht The Night Sky und dann halt der Ort und die Zeit und Uhrzeit und der Breitengrad, Längengrad und so weiter. Das ist ja wohl cool. Hier in der Mitte ist dann Hille? Ich weiß es doch nicht. Bin ich denn Astrologe? Aber auf jeden Fall finde ich das süß, ja. Und wir sind ja auch auf Wohnungssuche und dann dachte ich, das sieht halt auch irgendwie schön aus, oder? Ich finde, es sieht so schön aus, so. Oh, aber wie schön ist das denn so, wenn das an der Wand hängt? So denkt man. Kaboom! Das war's von mir, Leute. Ich will euch nicht weiter volllabern. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Weihnachten. Und wenn ihr kein schönes Weihnachten habt, scheiß drauf, weil 2018 wird heftig. Ich sage euch das. Ich bin Wahrsagerin. Das ist jetzt kein Scherz. Ich habe so ein Gefühl. Es wird sehr viele Veränderungen geben ins Positive. Ich weiß das. Das ist meine Prognose. Und damit lasse ich euch allein. Astro TV, over and out. Ihr seid süß, ihr seid klein. Ich hab euch lieb. Macht's gut.